Hi, schön, dass du wieder da bist. Irgendwie 50% der Leute kommen zurück und gucken sich hier nochmal ein neues Video an, haben aber nicht abonniert. Also, ja, ist natürlich deine Entscheidung, ich würde mich aber trotzdem drüber freuen. Aber jetzt gehen wir hier mal auf das Deck ein, was ich hier zugespielt bekommen habe, und zwar vom guten Rejurio aus der Community. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wir gucken uns heute mal ein Deck an, was... ja, ich glaube, ich so noch nie vorgestellt habe. Wir haben hier Brigaron V. Jetzt fragen sich vielleicht manche Leute, was ist das denn? Ein V-Pokémon in der aktuellen Meta. Seid ihr denn crazy? Naja, nicht unbedingt. Weil Brigaron V ist ein Basis-Pokémon, 230 Leben, Typ Pflanze. Und rotiert auch nächstes Jahr tatsächlich raus. Kann man aber in der Variante, in der ich es euch jetzt heute zeige, hier trotzdem spielen. Wir haben die Fähigkeit Nadellinie. Wenn dein aktives Brigaron V durch eine Attacke von Pokémon deines Gegners Schaden erhält, auch wenn es dadurch kampfunfähig wird, lege 3 Schadensmarken auf das angreifende Pokémon. Also man haut so ein bisschen Schaden zurück, ist so ein bisschen wie, als ob Brigaron so ein Kaktus wäre, der einfach ein bisschen was, naja, zurückgibt, wenn er halt eben angefasst wird. Der Angriff, relativ schwach, muss man dazu mal sagen, ne? Das ist auch die Krux so in dem Deck, so du hast 3 Energien, die du brauchst, 2 Pflanze, 1 Farblos für 130 Schaden. Ja, du heilst dich nochmal um 30 Schadenspunkte, aber 130 Schaden, eieiei, um so einen Glurak zu besiegen. Na gut, okay, jetzt Glurak ist ein schlechtes Beispiel, weil es Pflanzenschwäche hat, aber selbst mit der Schwäche besiegst du nicht mal das Glurak EX. Und das ist natürlich so eine Sache, die ist nicht so cool, aber es gibt ja eben auch hier die Nadellinie, die Schaden zurückwirft. Und wir dürfen nicht vergessen, das wird noch ein bisschen aufgepumpt, denn wir haben den Beulenhelm. Der Beulenhelm, der halt sagt, wenn das Pokémon durch Schaden eine Attacke oder Schaden eine Attacke bekommt, dann legt man nochmal 2 Schadensmarken drauf. Also statt 3 insgesamt dann 5. Das erinnert mich so ein bisschen an das Famibs-Deck, was ich damals vorgestellt habe. Da habe ich das auch mit dem Beulenhelm gespielt. Und was ich sehr, sehr cool an dem Deck finde, weswegen ich es auch unbedingt vorstellen wollte, das hat tatsächlich mal die neue Stella Krone Astklasse-Karte drin, und das ist die Luxusbombe. Jetzt fragen sich vielleicht manche, Luxusbombe, was ist das? Ich kenne bloß Funke in der Kristall. Luxusbombe sagt, wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, in der aktiven Position ist und durch eine Attacke vom Pokémon des Gegners Schaden erhält, lege 12 Schadensmarken auf das angreifende Pokémon. Wenn du auf diese Weise mindestens eine Schadensmarke platziert hast, lege diese Karte auf deinen Ablagestapel. Also es macht einmalig 12 Schadensmarken, also quasi 120 Schaden. Plus die Fähigkeit von Brigaron kommen wir halt auf 15 Schadensmarken, sind wir also bei 150. Und wenn er jetzt vorher einen Angriff bekommen hat, dann... und wir 130 Schaden gemacht haben, dann kommen wir tatsächlich auf 280 KP. Und 280 KP ist eine magische Grenze, denn die besiegt... ich weiß, die werden nicht mehr viel gespielt. Trotzdem, Arceus V, Tauboss, wenn es dann mal vorne liegt, was wahrscheinlich aber nicht passiert, Giratina V-Star, Regidrago V-Star, da ist eine magische Grenze, Regidrago V-Star, Burienblitz geht auch. Dass es sich dann, naja, dass es sich halt so viel Schaden macht, dass du mit einem Touchdown das nächste Runde besiegen kannst. Ja, und was haben wir noch? Ja, so in die Richtung auf jeden Fall. Das Ganze kann man gut spielen mit Relok und Scarabax, um sich vor gegnerischen Schadensangriffen zu schützen, wie zum Beispiel Katapultra oder eben auch strahlendes Kaijutsu, weil hier die entwickelte Form sagt, sogar von allen Pokémon deines Gegners, nicht nur vom Basis-Pokémon, wie das Manaphy es sagt. Dann haben wir hier so ein bisschen, wir haben halt so ein bisschen Heilfaktor drin, ne? Der Effekt von Brigaron heilt ihn um 30. Wir haben das strahlende Frühjahr drin, was auch nochmal 20 pro Runde heilt bei jedem. Und wir haben eben Benessaru mit drin, das auch nochmal Schadensmarken, ja, rüberschieben soll. Wir hoffen natürlich, dass unser Gegner uns nicht einmalig sofort ausnockt. Aber da müssen wir halt sagen, es gibt halt starke Metadecks, die schaffen das ohne Probleme. Aber da müssen wir mal gucken. Ne? Ja, sonst glaube ich, ist gar nicht mehr so viel Interessantes an dem Deck. Doch hier, ne? Das Tropius. Da fragt man sich vielleicht, warum ist das Tropius hier drin, das Basis-Pokémon. Ja, erstmal, das Gute ist, selbst wenn es vorne liegt, es hat nur einen Rückzugskosten, das ist ganz cool. Und die Fähigkeit Heilende Laube. Alle an deine Pokémon, an die Pflanzenenergien angelegt ist, können nicht verwirrt werden. Und wenn sie bereits verwirrt sind, erholen sie sich von jenem speziellen Zustand. Ja. Die Verwirrung kann halt durch
Wen kontert das dann jetzt? Ich gehe schon mal nebenbei rein und dann überlege ich mal, wen es kontert. Ja, Fun Fact, es könnte wahrscheinlich eher so ein Wheelie kontern. Es könnte ein gefährlichen Laser kontern. Aber so viel. Und das Benissaro natürlich auch. Benissaro mit einer Psycho- und einer normalen Attacke sagte auch, dass das gegnerische Pokémon verwirrt ist. Ach, das ist schon wieder... Nee. Bei meinem Glück kriege ich die Pokémon vorne, die 2 Rückzugskosten haben. Okay, gut. Wollte jetzt hier nicht mega umschreien, ne? Keine Lust drauf. Aber ja, das ist schon wieder so ein Start. Natürlich. Natürlich, meine Freunde. Das Coole ist, das Deck kannst du sehr gut mit Käfersammler spielen. Weil, mit dem Käfersammler-Set. Weil du halt eben die Brigadons da gut bekommst. Du bekommst die Energien halt. Da ist noch ein Beatori. Ah, wenn das ein Glurak-EX ist, dann ist das vielleicht gar nicht so... Ach, mal schauen. Ja, guck mal, ne? Wir schauen mal, wie es wird. Das Schöne ist, wir können jetzt mit Pepper auch was spielen. Beulenhelm ist auch da. Wir gehen aber erstmal hier zusammen. Erstmal gucken, da ist ein Skarabax und Pflanzenenergie. Okay. Dann bin ich, glaube ich, lieber für die Variante Nestball, weil wir brauchen natürlich einen Brigadon. Ne, Luxusbombe können wir eigentlich auch schon nehmen, ne? Nestball. Dann holen wir uns mal einen Brigadon. Und dann kriegt den Beulenhelm. Ja, die Luxusbombe. Und der kriegt auch die Energie. Aus dem einfachen Grund, weil... Das ist nämlich auch so der nächste Punkt, was es sehr schwer an diesem Deck macht. Wir können pro Runde nur eine Energie legen. So, wir haben keine einzige Karte, mit der wir mehr als eine Energie anlegen können. Und das ist ein großer Nachteil. Das muss man sagen. Es gibt viele andere Decks, die haben halt eben das Energiemanagement, um gut Energiekarten spielen zu können. Ich jetzt hier in dem Fall nicht. Wir spielen trotzdem mal das Relok hier, dass wir nächste Runde das entwickeln könnten. Und werden jetzt keine Forschung machen. Und uns einfach 2 Energien. Und dann kriegt das Brigadon das. Und dann ist das unser Zug. So, und er hat jetzt nämlich nicht das Ding, dass jetzt hier ein Glurak EX kommt. Und das Glurak EX natürlich vielen Pokémon Energien geben kann. Sich selber und noch jemand anderem. Aber wenn wir Glück haben, macht er auch uns nicht unser Relok jetzt kaputt. Macht halt 180 Schaden, kriegt jetzt 2 Schaden über den Beulenhelm. Und wir haben, wie gesagt, das gleiche unser Problem, dass wir, obwohl er Schwäche gegen Pflanze hat, Brigadon es nicht schafft, den auszunocken. Aber er sagt sich auch, das ist mir egal. Ah ne, ist es nicht. Ich glaube, der geht. Oder? Geht doch für den Knockout. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er über technische Maschinenentwicklung geht. Kann man machen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja. So. Ja. Er kriegt 2 Schadensmarken. Ich hätte vielleicht auch die Luxusbombe da anlegen können, aber ich war mir halt nicht sicher. Ob er nicht dann um das strahlende Furial drumherum spielt. Und deswegen, oh, das ist jetzt bitter, dass wir ausgerechnet eine der beiden Dunkelenergien ziehen. Weil ich natürlich strahlende Furial jetzt die Wiederholung Benissaro natürlich gerne am Spiel gehabt hätte. Aber die Forschung brauchen wir. Da haben wir den. Opius können wir auch spielen. Ah. Na gut, wir haben die Nachttrage für die Dunkelenergie auch noch. So, 260 Schaden. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Jetzt schauen wir mal. Wir haben kein weiteres Brigadon. Das ist so ein bisschen wild auch gerade, dass wir nicht daran kommen. Ne, auch nicht so viele Möglichkeiten, Sachen zu ziehen. Ich meine, wir haben zwar die Forschung, aber trotzdem... Guck mal nebenbei, wo die Liste hier gerade...
gar nicht erwähnt, von wem das Deck ist, ne? Ich. Doch, hab ich. Entschuldigung. Ne? Wir machen hier eure Decks meine Meinung. Da ist die. Okay, so, er macht mir jetzt den Schaden, aber er wird sich jetzt selber ausnocken. Ne? Nadellinie plus die Luxusbombe. Und jetzt muss er jemand anderen reinlegen. Wenn wir natürlich einen Befehl vom Boss hätten, das wäre natürlich auch Zucker. Haben wir aber nicht. Haben wir nicht. Eulenhelm. Nachtrage. Wir können halt die Energie wiederholen, ne? Und die umgeben. Aber selbst wenn wir da heilen. Können wir. Nicht viel weiter tun. Mein. Lohnt es sich, Glurak das zu geben? Er greift uns. Wir machen jetzt 260. Beulenhelm 50 zurück. Ja, doch. Er braucht die tatsächlich. Er braucht die, damit er sich selber ausnockt. Das ist tatsächlich wichtig. Er muss sich selbst ausnocken. Ja, unser Heilen ist nicht stark genug. Aber das ist natürlich auch bitter. Und jetzt nimmt er sich natürlich ganz lecker zwei Preiskarten ohne Probleme. Ganz lecker zwei Preiskarten. Aber er knockt sich auch selber aus, das darf man auch nicht vergessen. Ah nee, so. Ach nee, Quatsch. Ja, das ist natürlich der Vorteil dann, dass mehr Nadellinien mehr Schaden bedeuten. Und wir haben tatsächlich einen Befehl vom Boss. Das ist auch cool. Er hat, glaube ich, gar nicht so drauf geachtet. Aber wir kriegen das Strahlende auch besiegt. Wir machen zwar nur 130, aber wir können ja noch drei Schadensmarken verschieben. Wo sind eigentlich unsere ganzen... Wo sind denn eigentlich unsere ganzen anderen Brigadons? Ja. Gut. Nächste Runde. Ich gebe zu, ich hatte das gerade nicht mehr auf dem Schirm, dass tatsächlich für jedes Brigadon, was du auf dem Feld hast, 30 Schadenspunkte machst. Das ist natürlich dann cool, aber dann brauchst du halt auch mehr Brigadons auf dem Feld. Das musst du natürlich auch erstmal hinkriegen. Ich glaube, in dem Deck ist es gut, Erster zu sein, weil du halt eben so schwer an deinen ersten Angriff kommst. Aber ja, das ist tatsächlich... nicht gut. Wir müssen mal gucken, was mein Gegner Schönes für ein Deck jetzt spielt. Aber ja, es ist tatsächlich für jedes Pardon. So, jetzt haben wir tatsächlich das Dunkeldeck, was aber nicht kontert. Aber die Forschung spielen. Und dann holen wir uns
Nein! Gut, die Karte wollte ich gar nicht spielen. Aber gut, spielen wir jetzt. Spielen wir jetzt. Ist auch vielleicht gar nicht schlimm, weil wir das Krabbalo haben. Können wir auch dem schon eine Energie geben und gehen dann über Cavaloro. Und dann haben wir nämlich noch einen Relok. Und dann lassen wir mal den Zug und dann gucken wir mal, was er macht als nächstes. Das Cavaloro liegt zwar jetzt. Famumu kann natürlich kostenlos austauschen. Aber ja, das kommt bei ihm jetzt. Auch ein Cavaloro. Ja. Er braucht auch. Er muss auch ein bisschen ausdünnen. Ja, ich hätte natürlich auch überlegen können, ob ich das Relok überhaupt gegen sein Deck brauche. Bin ich der Meinung, dass da eh kein einzige, was mir gefällig werden oder was da sein könnte, wäre das Beatori EX. Weil das kann mit dem mit seinem Angriff auch die Bank treffen und dann würde das Garabax dagegen schützen. Weil sonst ist da eigentlich nicht so viel. Er möchte ja hauptsächlich über Bonino angreifen. Guck mal, und jetzt weiß ich gar nicht, ob sich das überhaupt noch lohnt, den weiter aufzupumpen an Energien. Weil jetzt wäre sowas wie ein... Na, nee, Matt... Na doch, Matt würde reichen. Oder Giovannis Charisma oder sowas. Irgendwas. Damit ich da zwei Energien rankriege. Kriege ich aber nicht. So, giftige Muskulatur. Jetzt kann er sich erstmal aufpumpen. Und macht halt nächste Runde dann einfach 260 Schaden. Und dann ist das Brigadon einfach auch kaputt. Das ist halt uncool. Nichts mit dem Käfersammler-Set gezogen. Das ist auch großartig. Ja, dann halt so, ne? Ja, vielleicht hätte man gleich die Energie unten anlegen müssen. Weil jetzt hänge ich halt trotzdem einen Zug hinterher. Hätte man vielleicht gleich so machen müssen, dass man weiß, okay, Brigadon braucht eh 3 Jahre, um sich aufzurüsten, also setze ich ihn erst quasi als Schild ein und dann gehe ich über die Angriffe. Ja. Und da ist das Beatori. Ne, das sagt mit dem grausamen Pfeil hier, genau. Ein Pokémon deines Gegners 100 Schadenspunkte zu. Und das ist halt eben jetzt das Üble. 260 Schaden ist einfach zu viel. Da sieht man halt eben, das ist halt eine F-Karte, die vor 2 Jahren rauskam. Und die kam halt erst vor kurzem raus. Und da siehst du halt schon den KP, also die KP-Unterschiede. Und kannst dann da auch nicht so viel machen. Wisst ihr? Das ist ein großes Problem. So, und wenn er jetzt noch einen Befehl vom Boss hat und wieder das Brigadon rannimmt, Energiemanagement ist in dem Deck schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber dann ist halt die Frage, wie kriegst du mehr Energie ran? Musst du sowas wie Giovannis... Ja, und da ist ein Befehl vom Boss und dann können wir aufgeben. Also das bringt halt gar nichts. Wir sind zu langsam. Da müsste man überlegen, Giovannis Charisma oder sowas zu spielen, ne? Dann kannst du zwar keine anderen Trainerkarten mehr spielen. Aber ich glaube, das muss rein. Wir gucken mal. So. Erstmal hier die Kamera. Komm, wir gucken mal rein. Deck bearbeiten. Ich glaube, Relox Garabax reicht 1-1. Brauchst du nicht so oft. Brauchst du nicht so oft.
Du hast ja zwei Pokécoms drin. Dann lass uns doch dafür einfach zweimal Giovannis Charisma reinnehmen. Gib deinem Gegner ein an sein aktives Pokémon angelegte Energie auf seine Hand. Wenn du das machst, lege eine Energiekarte aus deiner Hand an dein aktives Pokémon an. Ne, so hätte ich das Bonino noch ein bisschen mehr stören können. Ich glaube, die Karte tut dem Deck gut. Ist auch die Frage, ob du wirklich zweimal Adressbuch brauchst. Ich glaube, einmal reicht, weil du hast eh zweimal Boss. Und sonst verliest du dein Adressbuch nicht, außer über Forschung. Dann lieber noch ein Pokécom mehr rein. Energien hast du 7-2. In der Variante. Was man auch machen könnte, ne? Es wäre wild, aber das kannst du tun. Du kannst tatsächlich auch das dreimal Pokécom lassen und nimmst tatsächlich in der Variante hier noch Matt mit rein. Weil Matt sagt ja, du suchst direkt nach bis zu zwei Basisenergiekarten verschiedenen Types und dann kommst du gleichzeitig an deine Dunkel- und deine Pflanzenenergie ran. Und eine Energie kannst du dann trotzdem anlegen. Und dann bist du nicht an Giovannis Charisma gebunden, dass der sagt, lege eins an sein aktives Pokémon-Energie wieder zurück auf die Hand. Weil wenn du das nämlich nicht kannst, dann kannst du die Karte auch nicht spielen. Matt kannst du aber immer einfach so spielen. Und so kommst du, wie gesagt, auch an deine Dunkel-Energien. Klar, du hast ja auch viermal Irrengefäß drin, aber da ist auch die Sache, ob man es dann viermal... Na gut, doch, wir brauchen es viermal, weil wir jetzt darauf spielen, auch andere Trainer-Unterstützerkarten zu spielen und halt weniger dann über Pepper an Irrengefäß krank. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal so. Komm, wir testen das mal so. Halt, nein, ich möchte doch noch eine Sache ändern. Halt, stopp, jetzt rede ich. Ich muss raus. Ich wollte noch gucken, ob wir viermal Nestball haben. Haben wir. Gut, okay, wir können doch rein. So, Kopf haben wir gewählt. Wir bekommen natürlich keinen Kopf. Aber das ist jetzt so. Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt ein bisschen gewappneter, aber ob es natürlich jetzt wirklich viel stärker wird, nicht. Aber eigentlich willst du ja in dem Fall, du willst ja viermal deine Gigadons auf dem Feld haben oder wenigstens dreimal. Oh Gott, es ist so typisch, oder? Es ist so typisch. Guckt euch diese Hand an. Ein Reluk, das einzige Reluk im Deck. Das einzige. Und dann, was hatten wir? 7 Pflanzenenergien und wir ziehen 4. Also nur Kopfschütteln. So, mein Gegner hat jetzt aber auch nicht viel gemacht, muss man dazu sagen. Ja, wir legen jetzt hier eben, weil wir jetzt einen Cravaloro brauchen. Haben wir Gott sei Dank auch im Deck. So, und dann ist halt die Frage, komm, wir geben dem ach, und dann Cravaloro. So, wir verlieren den Boss, aber ein anderes Buch haben wir ja drin. So, da ist jetzt tatsächlich ein bisschen mehr. Royal auch. Mit Paterino kommen wir. Was brauchen wir? Würdengefäß haben wir. Na komm, dann nehmen wir die Luxusbombe. Und Rausch haben wir in dem Deck nicht. Aber dann lass uns ein Käfer-Sonderset. Ich glaube, es ist okay, weil wir halt auch noch ein Pokécom haben. Boah, wir könnten uns selber 10 Schadenspunkte zufügen. Machen wir das? Ein Luxus. Bam. Zack. Haha, Taubsi. Nimm das. Reluk, los. Vorwagen. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Reluk, komm schon, du schläfst schon seit 4 Runden, wach auf. Reluk schläft. Immer noch. Ah, oh, Tafelwasserpack, er heilt sich. Was passiert hier, Leute? Das ist ja richtig wild. Das ist ja richtig wild. Was passiert hier? Taub sie einfach mit den 30 Schaden. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Und Enigmara. Na gut, dass wir die Luxusbombe an. Mhm. Ach, come on! Mein Gegner spielt eine Enigmara, kriegt Sonderbonbon Taubos.
Also wirklich. Also wirklich, meine Freunde. Das ist doch, das kannst du niemandem erzählen. Ach, guck mal, und das Blumen ist auch noch da. Jetzt kannst du noch eine Karte raussuchen. Ah, meine Güte. Das sind wieder so Top-Deck-Geschichten hier von einem Gegner. Wo du dir denkst, jo. Okay. Er hat sich aber nicht... Doch, hat er sich eine Karte rausgesucht? Weiß es gerade nicht. Energiekarten haben wir 4. Macht er nur 120, ne? Aber nächste Runde hat er eh einen Glurak. Dann zieht er zurück, greift an, dann ist das Kravallura auch besiegt. Also, Luxusbombe, let's go. Aber ich habe das Gefühl, wir müssten trotzdem ein anderes vorbereiten. Ja. So. Energiemanagement, Leute, das ist wirklich schrecklich, ne? Das ist halt nicht das, was eigentlich in Decks sein darf. Aber deswegen ist ja das Deck hier auch kein Meta-Deck, ne? So. Wenn es viel stärker wäre, dann würden es ja auch mehr Leute spielen. Das ist ja immer so diese Krux. Das ist ja das, was man verstehen muss. Ne? Rook-Decks haben es nicht einfach. So, Pepper, let's go. Und da kommt ein Glurak gleich. Bei Siegelstein. Hat er noch ein Rotum? Ach, wie schön, ne? Ich meine, das Coole ist, mit Glurak kann er Brigadon nicht besiegen. Das ist ziemlich cool. Und er macht sich selber tatsächlich ganz schön Schaden. Los, nimm das Taubos. Du hast. Ich glaube, ich würde es cooler finden, wenn sein Taubos einfach angreift. Kriegt er 90 Schaden plus die Bombe. Kriegt er 220 Schaden. Einfach so. Nein! Und das ist auch so ein Nachteil einer Luxusbombe. Es ist eine Ausrüstungskarte. Ein Nirgendwo-Sorger kommt. Und schon ist das wieder passé, der ganze Spaß. Mann, ey. Das ist so schade, ne? Aber die Nadellinie kommt. Und nächste Runde muss er damit den Glurak angreifen. Und ich glaube, ich will ihm auch den Druck machen. Ich weiß, ich habe gerade nicht die Energie angelegt. Das ist mir... Es ist mir bewusst. Aber... Wir wollen hier... hören. 30, 60, 90. 90 plus 260 reicht. Also können das Zaubertransmarken kriegen. So, wir könnten. Ich glaube, wir werden mit der Superangel tatsächlich 2, 3 Energien wieder reinpacken. Wir brauchen nichts mit dem Hyperball. Wir spielen aber noch Vorschau. So. Denn tatsächlich. Aber brauchen wir Beulenhelm? 30, 60, 90. Ja, komm, wir machen das einfach. Wozu ist dein Beulenhelm da, ne, wenn wir es nicht nutzen? So. Okay. Ich meine, er hat halt auch einen Taubos, ne? Er kann jetzt eh jede Runde sich raussuchen, was er will. Für uns ist aber schön, wir haben Giovannis Charisma. Wir brauchen jetzt bloß noch 2 Energien. Ich meine, wir haben 4-mal Ödengefäß im Deck. Glaube ich noch kein Ödengefäß gesehen. Nö, warum auch? Wähle ein Pokémon, um es gegen ein aktives auszutauschen. Denn das. Na denn. Los, attack me. Und dann nimm den Schaden. Wir müssten eine Energie top decken. Eine Pflanzenenergie oder ein Ödengefäß wäre auch ein schöner Top-Deck.
Ne? Das ist halt das, was ich meinte mit, eigentlich würde man über Pepper dann an Ödengefäß kommen, aber deswegen haben wir jetzt Ödengefäß viermal drin gelassen, weil wir halt nächste Runde Giovannis Charisma brauchen. Und mit Giovannis Charisma dann ihm eine Energie wieder auf die Hand und eine Energie anlegen. Aber dafür müssen wir entweder eine Energie oder ein Ödengefäß ziehen. Eins von beiden. Oh Gott, was macht das dann nochmal hier? Weit fliegender Meteor. Einmal während deines Zuges, wenn sich dieses Pokémon auf deiner Bank befindet und du eine Energiekarte aus deiner Hand an dieses Pokémon anlegst, kannst du es gegen dein aktives Pokémon tauschen. Gravitationstacke. Dieser Attacke fügt für jedes Normal- oder Energie in den Rückzugskarte des Gegners Chancepunkte zu. Ja, das ist natürlich gegen mich richtig stark. Aber er würde sich auch dabei selber ausknocken, wenn er das macht. Ja, mal gucken. Aber das wäre schon wichtig, dass er sich selbst ausknockt, weil er braucht genommene Preiskarten von mir, damit sein Glurak stärker wird. Also es ist tatsächlich eine gute Variante, um den Angriff von ihm zu pushen, aber er macht es nicht. So, 30, 60, 90. Was natürlich auch ein Problem ist, ist die Tatsache, dass wir nicht verschieben können. Muss ich den heilen? Ich glaube ja. Ich glaube, ich mache das trotzdem. Leute, wir haben keine Sache bekommen, die wir hier wollten. Dann gehen wir jetzt Pepper, Ödengefäß und gehen wieder in Beulenhelm. So. Ich will, dass wir über Benesaru das Taubos ausnocken. Was haltet ihr davon? Das dauert zwar Ewigkeiten, aber ist mir egal. Und wir holen jetzt auch schon mal zwei Energien. Okay. Zug beenden. Und was jetzt passiert? Ja, es war wichtig, übrigens die Schadensmarken von dem vorne zu nehmen, damit sein Meteno das nicht besiegen kann. Ach, guck mal, noch ein Glurak-Ex. Na denn, nochmal Energien. Was nun? Knockt er ihn aus und lässt er das Glurak drin oder zieht er zurück? Kann er sich auch zurückziehen. Hat das andere Glurak dann vor. Aber erstmal hat er noch die schnelle Suche und das ist natürlich auch was, was gegen, ja, Taubos Glurak nervt. Obwohl ich auch sagen muss, dass Glurak meiner Meinung nach nicht mehr so extrem stark ist, wie es war, als es rausgekommen ist. Wir haben immer noch Folienblitz, wir haben immer noch Digidrago. Lugia. Ich rede viel zu selten über Lugia. Lugia Faustar, auch unglaublich stark momentan. Besonders mit der Vermächtnisenergie. Mal gucken. Ja, und die Frage ist auch, wie viele Energien hat er überhaupt, ne? Ah, jetzt macht er es tatsächlich. Er knockt sich jetzt selber aus, damit ich eine Preiskarte kriege. Bin sehr froh, dass das nicht reicht. 20. Noch die Linie. Bums. Und dann ist er besiegt, aber er kriegt jetzt, ich kriege jetzt halt eine Preiskarte und dadurch machen seine Angriffe 210. Gute ist, 210 reicht theoretisch aber trotzdem nicht aus, um generell halt das auszunocken oder zu spielen. So. Da. Taubos. Taubos ist das Ziel, Leute.
Ein Boss wäre cool gewesen. Lassen mal so unsere Hand. 190. Bräuchten noch 3 Runden, um mit Benesaru den Schaden zu machen, den wir machen müssen. 3 Runden. So, jetzt holt er sich ein letztes Glurak raus, genau. Dann ist vielleicht echt langsam der Punkt erreicht, wo man sich fragen könnte, wie viel Energie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Energie, wie viel Energie hast du noch? 8. Hast also 8 Energien. Ja. Ich meine, er wird vielleicht auch sowas wie noch eine Superangel haben. Kann sein. Jetzt holt er sich aber erstmal was mit Taubos raus. Ja, das Ding ist halt, Taubos kann halt auch super easy einfach, ja. Eine Superangel, aber viel Energie wird es nicht sein. Nur eine. Das Metheno will er haben. Okay. Na komm, machen. Ja, genau. Das kannst du dir mit Buladi natürlich auch einfach so raussuchen dann. So, jetzt holt er seine ersten Preiskarten. Aber ich kann das Glurak natürlich im Return auch besiegen. Aber er besiegt es zuerst. Ja, wir wollen angreifen. Frag mich trotzdem. Ach ne, das Benesaru ist da. Dann können wir es so spielen. So. Und dann gebe ich ihm natürlich das nicht auf die Hand. Aber wir haben jetzt doch leider ein großes Problem. Weil wir jetzt nicht mehr an Schadensmarken kommen werden. Er wird jetzt immer mit dem Glurak unsere direkt ausnocken. Habe ich die Runde schon Energie gespielt? Ja. Er kann einfach mit dem Glurak da unten kann er das jetzt ausnocken. Und das ist ein großes Problem. Und wir hätten eigentlich, bräuchten wir noch eine Energie wieder. Ja, wir können das leider nicht gewinnen. Selbst wenn, also er besiegt das jetzt, kriegt Schaden im Return, wir legen Brigadon hin, kriegen noch alles das, was wir brauchen, um Giovannis Charisma zu spielen, knocken den aus, er legt sein anderes Glurak hin, knockt uns aus, er hat gewonnen. Und wir sind auf eine Preiskarte runter. Wir können es leider nicht gewinnen. Schade. Ja, guck mal, das Taubos kriegen wir auch nicht mal besiegt. Also, ja. Das haben wir leider verloren. Aber das liegt halt daran, weil Glurak halt eben einfach im Return halt, also oder im Late Game halt stärker ist, ne? Das ist halt schade. Das ist wirklich schade und das Professor Futurs hat natürlich seinen Taubos gerettet. Ich will bloß wissen, ob wir es noch hinkriegen würden, den theoretisch zu besiegen. Ja, tatsächlich. Das ist natürlich irgendwie witzig, dass wir das trotzdem eigentlich schaffen würden. Ne? Aber das ist jetzt das, was ich meinte mit. Normalerweise hätten wir nicht mal die Variante gehabt, noch irgendwie Energien anzulegen. Aber mit Giovannis Charisma geht's dann natürlich schon. Und das ist dann schon irgendwie cool. Könnte jetzt auch hier sich noch den Energie wieder reinholen. Ja, hätten wir natürlich auch. Hätten wir sowas wie Schadensmarken noch auf irgendwelchen Pokémon, könnte man auch mit Benesaru da noch ein bisschen rumspielen, aber
reicht halt nicht, ne? Hätte man anders spielen können. Wahrscheinlich dann über Schadensmarken legen auf die Metenos, um den vorher auszunocken, ohne dass er was machen kann. Aber naja, ich denke, wir müssen es auch nicht weiter spielen. Er hat ja gewonnen, also herzlichen Glückwunsch. Und dann gehen wir einfach in die Bewertung, weil ich glaube, das reicht schon, um das zu sehen. Es ist schon cool, das Deck. Es ist einfach mal was komplett anderes. Deswegen vom Fun-Faktor gibt es auf jeden Fall eine 5 von 5. Ne? Da bin ich ja immer schon sehr, sehr dankbar für, wenn ich mal so Decks sehe, die so wieder mal einfach ganz anders sind. Und das ist es halt eben mit Brigadon. Und wenn du alle 4 hast, dann kannst du halt potenziell 120 Schaden im Return machen. Das ist cool. Das Cravaloro stört dich halt ein bisschen selber dabei. Eigentlich willst du ja nur die 4 auf dem haben, damit du halt 120 Schaden machst. Vielleicht nimmt man jetzt hier noch einen Giovanni's Charisma raus. Und kann man Roxanne mit der spielen? Ja. Vielleicht ist eine Idee, ne? Giovanni's Charisma raus, Roxanne für rein. Weil Roxanne sagt... Nein, das ist kein Pokémon, sondern das ist eine Trainerkarte. Roxanas Backup sagt halt eben, mische auch eine Pokémon-Ausrüstung aus deinem Ablagestapel ins Deck. Und ich glaube, das ist dann auch cool, wenn du einfach sagst, okay, dann machen wir halt hier in Giovanni's Charisma weniger, dafür Roxanas Backup mit rein, am Adressbuch, um die wichtigen Karten wieder rauszusuchen, haben hier noch 2 Pokécom. Hier könnte man noch überlegen zu sagen, eine Superangel brauchst du auch nicht, dann lieber doch nochmal ein Pokécom mehr, um dann doch nochmal mehr Konstanz zu machen. Ja. Deswegen Deckbau würde ich dem Ganzen eine 3,5 von 5 geben, so wie es ursprünglich war. Und in der Meta, naja, habt ihr gesehen, ne? Wir haben gegen ein Meta-Deck gespielt, auch das auch gegen eins, das gar nicht mehr so stark ist. Ja, muss ich streng sein. 1,5, maximal 2 von 5. Weil zu wenig Möglichkeiten. Vor allem kannst du auch diesen, ich kriege Schadensmarken durch Angriffe, kannst du auch ja, rumherum spielen. Aber das heißt nicht, dass es nicht ein cooles Deck ist. Das definitiv. Deswegen ja auch Fun 5 von 5. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Herr... Warte. Gucken. Ryujiro. Ryujiro, ne? Denke ich mal. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und wenn du auch Bock hast, dass ein Deck vorgestellt wird, dann ab in die Videobeschreibung. Denn da ist der Discord-Link und auch die Deckliste. Bedanke mich. Ciao, ciao.